Ein Wunder ist für uns Menschen unterschiedlicher Natur. Für mich ist ein Wunder, wenn viele Menschen sich zusammentun, jeder gibt eine Kleinigkeit und daraus entsteht was ganz Großes, was Unglaubliches. Und wenn das Ganze noch in einer unglaublichen Zeit geschieht, dann finde ich, ist das schon ein kleines Wunder. Das Ganze ist in Nordostrumänien, in einem Ghetto, in einem Stadtrandgebiet, wo die Ärmsten der Armen leben, wo die unterkommen, die woanders nirgendwo unterkommen. Andrea, so heißt die Mutter, drei kleine Kinder und ihr Mann. Das ist die Familie, um die es geht. Und wir müssen uns einfach nur einmal einen Augenblick in die Lage der Mutter versetzen. Wieso kam das Ganze zustande? Tierschutz ist uns wichtig, unglaublich wichtig. Diese Familie hatte stets ein gutes Pferd, wenn wir die letzten 2 Jahre kontrollierten. Sie war unglaublich gut zu den Dorfhunden. Sie kümmerten sich um die Dorfhunde, haben die gefüttert, die haben die für uns eingefangen, damit wir die kastrieren konnten. Es waren einfach ganz tolle Leute, die uns immer geholfen haben, aber selbst in allerbitterster Armut lebten. Und das war der Grund, in diesem Dorf ein Exempel zu statuieren und genau diese Menschen zu belohnen, um ein Zeichen zu setzen, um zu sagen, die bekommen etwas, weil die gut zu ihren Tieren sind. Somit ist dieses kleine Wunder auch ein Tierschutzprogramm. In einer Lehmhütte von 9 Quadratmetern lebten diese Leute. Unvorstellbar. Der Strom kam per Kabeltrommel nur stundenweise vom Nachbarn. Kein fließendes Wasser, keine Waschmaschine, kein Schrank, kein Geschirr, keine Betten, kein Tisch, keine Stühle. Man konnte nicht zusammensitzen und essen. Kein Kinderzimmer, keine Küche, kein echtes Tageslicht und keine Frischluftzufuhr. Ein schimmliger Teppichboden vom Sperrmüll auf Lehmboden geworfen, der vor sich hinschimmelte und keine Krankenversicherung. Aber das Schlimmste ist, keine Hoffnung, jemals aus dieser Situation herauszukommen. Warum war das so schlecht? Die Menschen dort haben niemals die Möglichkeit gehabt, die Schule zu besuchen. Sie haben keine Bildung, dort gibt es keine Arbeit. Man kann sich durch Holz sammeln und dieses Verkaufen am Stadtrandgebiet kann man sich irgendwie durchschlagen. Aber man hat niemals ein höheres Einkommen als 30, 40 Euro im Monat. Es ist wirklich, wirklich bitter. Ich habe mich damals hingestellt und habe gesagt, wir möchten ein Haus bauen. Ein ganz kleines Haus, ein Mini-Haus, ein einfaches Haus. Das Ganze war Anfang Dezember. Guckt mal bitte auf den Kalender. Da rede ich jetzt von diesem kleinen Wunder. Wir haben damals veranschlagt, rund 25.000 Euro würde es kosten. Die Gesamtkosten waren jetzt 25.080 Euro. Also nur 80 Euro wurde dieses Bauvorhaben überschritten. Übrigens, derzeit sind rund 3.500 Euro zu viel Spendengelder eingegangen. Vielen Dank dafür. Was werden wir tun? Wir werden noch einen kleinen Stall bauen für die Pferde und noch ein weiteres Zukunftsprojekt vorstellen, was wir mit dem Mann noch vorhaben. Denn wir werden jetzt hier nicht aufhören. Wir fangen hier jetzt erst richtig an. Wenn Sie diese Bilder sehen, wie jetzt dieses neue Haus übergeben wurde, ich glaube, das sind unvorstellbare Emotionen auch für die Kinder. Diese Kinder schlafen nun zum ersten Mal in meinem eigenen Bett mit eigener Bettwäsche, mit einer eigenen richtigen Matratze. Ein eigenes Kinderzimmer mit einem kleinen Schreibtisch. Künftig werden die Hausaufgaben machen können, weil die auch künftig zur Schule gehen werden. Dafür sorgen wir. Die Kinder werden künftig ein richtiges Essen aus einer richtigen Küche bekommen. Alle zusammen können an einem Tisch sitzen und gemeinsam essen. Eine ganz normale Alltäglichkeit, die wir kennen, da hinten aber nicht selbstverständlich war und die diese Menschen auch nicht kennen. Die Mutter hat künftig zusammen mit ihrer Familie Zugang zur medizinischen Versorgung. Sie hat fließendes Wasser im Haus. Und es ist keine schimmlige, dunklige Drecksbude mehr. Entschuldigung, ich muss es so deutlich sagen. Es ist ein kleines Wohnhaus, ein Zuhause, was Geborgenheit gibt und was mit Liebe und auch, ich muss es deutlich sagen, mit Spendengeldern gebaut wurde. Dieses Geld kam da an. Keine 4 Wochen. Von nichts bis zu einem fertigen Haus mit Fliesen, Laminat, Fußleisten, Steckdosen, Lichtschaltern, Lampe unter der Decke, eine super Isolierung und einem richtigen Ofen. Das Allerwichtigste ist aber, glaube ich, dieses Selbstwertgefühl, was wir den Menschen gegeben haben. Nicht mehr der Abschaum am Rande der Gesellschaft zu sein, sondern auch so zu leben, wie man eigentlich in unserer Europäischen Union leben sollte. Zumindest in einer ganz normalen Unterkunft, egal wie die geartet ist. Und nicht mehr in einer Hütte aus Lehm und Stroh. Ich glaube, wir haben ja ein bisschen Menschenwürde gegeben und ich glaube, wir haben etwas vollbracht, wo wir uns auch selbst sehr unter Druck gesetzt hatten. Es war nicht normal, dass wir angeben, innerhalb von 3, 4 Wochen ein Haus bauen zu können. Wir hatten unglaublich viel zu tun. Wir haben geleistet und gearbeitet ohne Ende und es ist gelungen. Das haben wir letztendlich auch unserem Cyprian zu verdanken. An dieser Stelle, lieber Cyprian, wenn du den Film siehst, fühl dich einfach nur gedrückt. Du hast Unvorstellbares geleistet und realisiert. Respekt, Cyprian. Ganz lieben Dank auch an Georgiana, die diese Familie weiterhin betreuen wird, ehrenamtlich nach ihrer Arbeit als Tierärztin im Tierschutz. Alles das ist nicht selbstverständlich, dass wir
überall in Europa auf ganz tolle Menschen treffen, wenn wir einfach nur unsere Herzen öffnen. Und das meine ich jetzt ernst. Auf Augenhöhe begegnen und nicht diskreditieren oder diskriminieren. An die Hand nehmen, helfen, einen besseren Weg aufzeigen. Das ist äquivalent und so geht es auch in Zukunft weiter. Und nächstes Jahr können Sie sich darauf freuen, werden wir auch da weitermachen. Wir bauen einen Stall und wir bauen einen Hufbeschlagplatz und wir bauen einen Tierarztuntersuchungsplatz. Und das wird ein kleines Zentrum in diesem Dorf werden, was vielen, vielen, vielen Tieren das Leben besser machen wird. Danke, dass ihr geholfen habt. Bleibt einfach alle nur gesund. Ganz herzlich, euer Markus Rabe und das ganze Team Äquivent.